Fero ist sauer. Aua, oh oh. Fero ist sauer. Gringo ist Gringo ist Gringo ist sauer. Yo, was geht ab, meine Lieben? Herzlich willkommen auf DOWG. Und zwar hat Fero47 seinen neuen Track veröffentlicht namens Money. Und zwar hat er, ja, das Ding vorher angekündigt. Das war natürlich ein großer Fehler. Und zwar wurde sein Track schon vor Release geleakt. Ja, der Rapper Fero47 ist sauer, ist abge... wie man so schön sagen würde, ja. Ich blende euch mal kurz einen kleinen Clip ein von seiner Instagram-Story, wo er darüber sich aufgeregt hat, Freunde. Get up, Leute, nachtaktiver Fero ist wieder unterwegs. Und zwar, aber schämen sich einige Leute nicht. Er liebt meinen Song und dann markiert er mich drauf und macht ein geiles Video dazu. Aber so ein bisschen Charme ist da nicht. Ja, meine lieben Freunde, also das Thema Leaken von Songs oder sogar auch von ganzen Alben war wirklich in den letzten Monaten schon wirklich sehr, sehr, sehr speziell bei sehr vielen Rappern gewesen. Beispielsweise bei Capital Bra wurde sogar das ganze Album geleakt. Ja, also ich habe fast ein, zwei Wochen vor dem Release wirklich von Kollegen via WhatsApp, noch nicht mal, dass ich es haben wollte, ja, die haben es mir einmal rübergeschickt. Und wie kann sowas sein, dass solche Tracks einfach so an die Leute gehen? Also ich habe da eine Theorie, Freunde. Ich glaube, bei manchen Rappern ist es eine sogenannte Promo-Phase, ja, also überlegt euch, ihr seid ein Rapper und eure Songs oder besser gesagt eure Klicks laufen nicht so gut. Ja, natürlich wäre das natürlich praktisch, wenn man seine Songs schon mal vorher irgendwie so leaked mäßig, also dass man sagt, oh, die wurde schon vorher schon gehört und bla bla bla. Also das könnte auch natürlich auch eine Promo-Welle sein. Aber natürlich, wenn man einer der bekanntesten Rapper ist, sage ich mal, so wie Fero beispielsweise, da könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das wirklich einer ist, der da irgendwelche Hintergedanken hat und das wirklich irgendwie bekommen hat. Ich weiß nicht, ob das Spotify dran liegt, ob Spotify diese Lieder schon vorher an andere weitergibt oder verkauft sogar. Das weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Fall und wird auch in Zukunft auch krasse Fälle sein, dass da immer wieder Songs rauskommen. Beispielsweise, wenn man das Lied von Enno und Dardan, beispielsweise, das jetzt vor kurzem rauskam oder heute rauskommt, ich weiß nicht, wann ihr das Video euch reinschaut, Wer macht Pala 2, habe ich schon vor einigen Tagen gehört, Freunde, oder sogar schon vor einigen Wochen wahrscheinlich die meisten. Es ist wirklich krass, Freunde. Ja, das war's mit dieser Folge, Freunde. Wie hat euch das gefallen? Würde mich freuen. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr der Meinung seid, ich bin einer der geilsten Rap-News, Rap-Talk, bla bla bla. Dann, ja, ihr wisst, was ihr tun müsst. Gar nichts. Tut aber nichts. Ich danke euch fürs Einschalten. Bis die Tage. Peace and out. Rap-Talk bei Doggy3DR. Abonnier meinen Kanal, lass ein Like da und bis demnächst.